Hallo liebe Freunde von Betriebsrat TV. Ich habe heute ein ganz kleines Anliegen an euch alle. Ich freue mich immer ganz riesig, wie die Videos von uns, von Jens und von mir bei euch aufgenommen werden. Aber ich möchte euch um eine Sache bitten. Egal wie gut oder schlecht ihr unsere Videos findet, die Videos ersetzen kein kritisches Denken und keine Grundlagenseminare. Ein 3-Minuten-Video kann nicht alle Gesetzeskommentare aufführen. Es kann nicht in juristische Tiefen gehen. Sondern wird immer ein wenig zu sehr an der Oberfläche kratzen. Darüber hinaus kann das sein, dass ein Video, das ich jetzt aufgenommen habe, in einem halben Jahr vielleicht schon wieder passé ist, weil das Bundesarbeitsgericht eine neue Grundsatzentscheidung getroffen hat oder weil der Gesetzgeber was am Gesetz geändert hat. Und auch wenn ich versuche, das dann in der Zukunft irgendwie zu berücksichtigen, ist da immer eine gewisse Gefahr gegeben. Deshalb würde ich euch einfach ganz doll bitten, wenn ihr findet, dass ein Video von uns ganz interessant war, dann nehmt ihr als nächstes erstmal euer Betriebsverfassungsgesetz inklusive Kommentar zur Hand, lest nochmal den entsprechenden Paragraphen nach und lest euch auch nochmal die Kommentare durch. Am liebsten wäre mir das, wenn ihr mit der Grundeinstellung rangeht, so, ich gucke mir jetzt mal ein schönes Video an, mal gucken, was der heute für einen Quatsch erzählt und dann gucke ich erstmal nach, ob das überhaupt stimmt. Wenn ihr das berücksichtigt, dann kann euch eigentlich nichts passieren. Dann habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen. Der Jens und ich haben uns zusammengesetzt und haben uns gesagt, was können wir noch weiter mit Betriebsrat TV machen? Und wir haben uns gedacht, wir können mal die Palette an Videos, die wir so anbieten, ein bisschen verbreitern. Das, was wir jetzt als nächstes machen wollen, und zwar zusätzlich zu den ganz normalen Betriebsrat-TV-Folgen, ist eine Reihe, die wir jetzt aktuell nennen Meine Meinung. Da geht es darum, dass wir unseren Senf dazugeben zu aktuellen Themen, die Arbeitnehmerrechte, Betriebsräte, gewerkschaftliche Dinge betreffen. Abhängig davon, wie euch das gefällt, werden wir das weitermachen oder wieder einstellen. Was wir aber auf jeden Fall machen werden, ist, dass wir uns überlegen, was könnte noch weiterhin interessant für euch sein. Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, dann dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben und dann werden wir das berücksichtigen. So, das war's erstmal. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann.